Okay, gut. Also der Nutzen der Potenzschreibweise. Ich gehe nochmal darauf ein. Wenn ich zum Beispiel sage, ein Mol irgendeiner Substanz, Moment, ein Mol irgendeiner Substanz, waren ja 6, und so weiter, ich mache es mal rund, 6 mal 10 hoch 23 Teilchen. Teilchen, ich weiß, ich gehe jetzt gerade in die Chemie, das ist jetzt auch nicht wichtig. Das könnten einzelne Atome sein, es könnten aber ganze Moleküle sein. Wenn ich sage, ein Mol Wasser, sind das 6 mal 10 hoch 23 H2Os. Hier ist ein Teddybären. Sauerstoff, Wasserstoff, Wasserstoff. Dann wären das eben solche Teilchen. Die sind natürlich, bestehen aus Einzelteilchen, aber da die ja verbunden sind, peng. Wenn ich 6 mal 10 hoch 23 hinschreibe, müsste ich schreiben 6 und jetzt 23 Nullen dran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, oh, nee, 24 war zu viel, Teilchen. Ich bitte euch. Merkt ihr was? Die Übersicht ist verloren. Man muss dann anfangen, hier mit Dreiern abzutrennen und dann irgendwelche Namen dazu zu sagen. Das ist umständlich. Die andere Sache, ich hatte es vorhin gesagt, ein Ölfilm, der so schön schillert, wir kommen dann später in Physik drauf, ein Ölfilm auf einer Pfütze ist ungefähr 550 Nanometer dick. Wenn man sich klar macht, dass ein Millimeter ein Tausendstel Meter ist, ein Mikrometer, davon nochmal ein Tausendstel, also ein Millionstel Meter ist, da wird es jetzt bei einem Nanometer schon eklig. Da muss man dann schreiben, und jetzt wird die Zahl richtig lang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Nullen. Meter. Ich bitte euch, das ist wirklich umständlich. Und dann geht die Umrechnerei wieder los. Aber was ist, wenn ich sage, macht mal folgendes Gedankenexperiment, teilt mal den Ölfilm in, teilt mal den Ölfilm nochmal auf. Und ich sage, wenn das so viele Nullen sind, dann kann ich doch sagen, ein Nanometer ist 1 mal 10 hoch minus 9. Warum minus? Weil es unterm Bruchstrich steht, Meter. Und wenn ich sage 550 Nanometer, dann schreibe ich ganz einfach 550 mal 10 hoch minus 9 Meter. Und wenn ich sage, teilt doch mal den Film in 55 Tausendstel nochmal auf, dann sage ich, okay, dann heißt das 550 mal 10 hoch minus 9 Meter geteilt in 55 mal 10 hoch 3. Also ich möchte den nochmal in 55 Tausendstel Teile teilen. Jetzt wenden wir die Potenzgesetze an und das ist jetzt ein Ausblick dann auf die nächsten Stunden. Dann heißt das nichts anderes. Andere Schreibweise, hier steht 10 hoch 3 unter dem Bruchstrich. Dann sage ich, das sind 550 mal 10 hoch minus 9. Das Meter hatte ich zu klein geschrieben, mal 10 hoch minus 9, geteilt durch 55, das ist die 55 hier, und da 10 hoch 3 unterm Bruchstrich so stand, kann ich auch sagen, mal 10 hoch minus 3. Wir können es zusammenfassen, hier können wir kürzen, und hier können wir die minus 9 und minus 3 als minus 12 zusammenfassen und brauchen uns nicht mehr um irgendwelche Wahnsinnsumrechnung von Nanometern in Pikometern, Femtometern und ähnliche Sachen rumzustreiten. Schöne Pause!